Die Situation des Eisbären, dem König der Arktis, ist absolut dramatisch. Es wird prognostiziert, dass 2/3 des aktuellen weltweiten Eisbärenbestandes innerhalb der nächsten 45 Jahre verschwinden werden. Hauptursache ist zweifellos der Klimawandel. Aber auch Bejagung und der Handel mit Eisbärenprodukten wird fortgesetzt bzw. es nimmt sogar zu. Eine Gruppe von Wissenschaftlern und Nichtregierungsorganisationen konnte dokumentieren, dass sowohl die Frage als auch das Angebot bei Auktionen sowie der Preis für Eisbärenprodukte stetig zunimmt. Ein Antrag der Vereinigten Staaten, der jetzt bei der vom 3. bis 14. März stattfindenden internationalen Artenschutzkonferenz diskutiert und über den abgestimmt wird, sieht vor, den Handel mit Eisbärenprodukten zu verbieten. Bei der letzten Artenschutzkonferenz hat die EU diesen Antrag nicht unterstützt, sich somit gegen den Schutz des Eisbären gestellt. Die Öffentlichkeit als auch das Europäische Parlament sind ganz klar für den Schutz des Eisbären und für ein Verbot des internationalen Handels. Und die Frage wird sein, ob sich die Regierungsvertreter der 27 Staaten dazu durchringen werden, die USA, also Russland und andere Staaten, die den Eisbären schützen wollen, unterstützen werden.